Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening mit und von Zalando 7 Games. Wie ihr am Titel erkennen könnt, wir haben den OTW-Bug ausgenutzt. Habt ihr nämlich auch schon im letzten Video gesehen, dass es Ding gibt. Und ja, ich zeige euch jetzt einmal noch ein paar Packs, die ich gestern noch fertig gemacht habe. Mit der Hoffnung, dass ich halt dafür dann Entschädigung bekomme und nämlich nochmal ein paar Packs bekomme. Das ist auch hier der Fall, wie ihr sehen könntet. Zwei Packs haben wir bekommen. Dann haben wir noch hier diese eine Alexis Sanchez SBC fertig gemacht. Die werden wir gleich öffnen. Aber zuerst schaut euch noch die anderen OTW-Karten an und dann kommen wir jetzt gleich zurück. Aktuell gibt es wohl einen Bug bei den Sommertauschbaren. Und ja, es ist so, dass dort Winter-OTWs drin sind und nicht die Sommer. Man kann davon ausgehen, dass vielleicht EA dafür dann wieder die Packs raushaut, also dass man die Packs bekommt, die man jetzt raushaut. Deswegen haue ich jetzt nach und nach einfach mal ein paar dieser OTWs raus. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen sogar noch was. Starten hier mit dem zweiten Pack und ziehen hier als tauschbaren OTW-Spieler Frankreich, ZTV und wer ist denn das? Laporte. 84er Laporte ist ganz okay. Muss mal schauen, wie viel er wert ist. Wäre natürlich nice, wenn er auf jeden Fall auch schon mal was wert ist. Schauen wir mal nach. 88, 90k, krass. Sehr, sehr nice. Den hauen wir gleich auf jeden Fall weg. Hat sich schon mal gelohnt, dieser SBC. Sehr, sehr geil. Mann, heftig. So, weiter geht's mit dem nächsten Pack. Statt eben ja schon eigentlich einen guten gezogen, der aber doch am Ende nur 60k war, wert war. Aber jetzt mal schauen, ob jetzt eine Kanone da rauskommt. ZM Cassie. Es ist Cassie. Cassie. Cassie ist doch im Sommer, oder nicht? Haben sie es jetzt gefixt? Es scheint so, als hätten sie es jetzt wahrscheinlich gefixt. Cassie ist jetzt draußen. 81er, leider nicht wirklich was wert. Ja. Das waren also die OTW-Packs, die wir gestern gezogen haben. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, noch drei Packs sowie zwei OTW-Sets. Wir starten hier mit dem Jumbo Premium Gold Set. Mal schauen, ob wir hier in diesen drei Packs auch schon ein bisschen Packluck haben. Ach, im ersten Pack schon mal keine Wende. Das sieht nicht gut aus. Also es muss auf jeden Fall mindestens einmal Wende kommen. Sonst ist das ja ein totaler Absturz. De Frel bei Ase Room, ich glaube, der ist auch neu. Also der sagt mir jedenfalls nichts. Okay, da ich ihn doppelt habe, vielleicht ist er doch nicht so neu. Weiter geht's mit dem Premium Gold Spieler Set. Bekommen wir hier jedenfalls Wände zu sehen. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt hier? Dann hoffe ich, dass wir jedenfalls in den OTW Packs Luck haben. Es ist Kampel, 81er Kampel. Mann, Mann, Mann. So, das letzte Pack der Alexis Sanchez SBC, seltene Goldset. Eigentlich sind das meine Packs, die mir am meisten Luck bringen. Mal schauen, ob es diesmal auch der Fall ist. Hoffentlich sind es Wände. Boah, dreimal eine Niete. Oh mein Gott, EA, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. German, oh mein Gott, sogar in meinem Pro-Pack ziehe ich so einen Müll. Immerhin 3000 Münzen. Ich glaube, 3000 Münzen. Ich glaube, das ist das Höchste, was man bekommen kann, gefühlt. Also so viel habe ich noch nie bekommen. Aber trotzdem ist das doch hier Crap. Die Packs von der Alexis Sanchez SPC waren ja mal so dermaßen schlecht. Das heißt, wir müssten jetzt hier in diesen Sommerspieler-OTW-Packs auf jeden Fall was Geiles ziehen. Lukaku, Lacazette, ist mir egal. Auf jeden Fall, was wert ist. Wir starten hier mit dem ersten Pack. Come on, EA, tu mir doch nicht sowas an, dass wir nur Müll ziehen hier in diesem Pack-Opening. OTW, Sommerspieler, es ist Brasilien. Linkes Mittelfeld von Juve vs. Douglas Costa. Eieiei. Ach ja, der Costa, der Costa, der Costa. Ist er denn überhaupt noch was wert? Ich weiß gar nicht, wie viel ist er denn wert? 50k, 60k? Eieiei, keine 40k. Eieiei. Mal schauen, was wir in dem nächsten Pack haben, in dem letzten OTW-Pack hier in diesem Video. Oh, zwei geschenkt bekommen. Naja, immerhin einmal schon mal 40k geschenkt bekommen sozusagen. Mal schauen, ob wir hier deutlich mehr ziehen. Come on, EA, in 5 Sets muss doch einmal jetzt was richtig Geiles kommen. Hau was raus, EA. Neymar, komm, gib mir den Neymar. Es ist traurig. Oh Mann, ihr gönnt ja gar nicht. Ihr gönnt ja gar nicht. Oh Mann. Ich
Schade, schade, schade. Naja, das war's mit dem Pack Opening. Zweimal ein 82er. Ich glaube, da ist auch 82er. Zweimal ein 82er umsonst bekommen. Das heißt, ca. 80k gemacht. Naja, dafür, dass man in den anderen auch deutlich an mindestens 20-30k für jedes Set reingehauen hat, ist es wahrscheinlich plus minus null. Leider kein Glück gehabt, aber trotzdem schön, dass man ein paar Packs geschenkt bekommen hat. Das war's mit dem Pack Opening. Schaut auf jeden Fall in einen der nächsten rein. Bis dann. Tschüss.